Einen der bekanntesten deutschen Lyriker mögen die Germanisten anscheinend nicht so sehr, denn in den Literaturgeschichten kommt er meist gar nicht vor. Und wenn, dann nur als Griechenmüller. Ihm wird vorgeworfen, was auch Siegfried Lenz, dem Autor der Deutschstunde, von manchem intellektuellen Besserwisser vorgeworfen wird, dass nämlich seine Dichtung auf das rückhaltlose Einverständnis, auf eine Komplizenschaft mit dem Leser hin geschrieben wurde. Übrigens ein Vorgang, den auch ich in dieser Fernsehserie praktiziere, die ich nicht für die Literaturwissenschaftler schreibe und vortrage, sondern ausschließlich für Sie, die Sie mir zuschauen. Und Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, zumeist keine Literaturwissenschaftler. Nun, Wilhelm Müller ist 1794 in Dessau geboren, studierte in Berlin Philologie, lernte Fouquet und Brentano kennen, später Goethe, Tieck, Uhland und Schwab und wurde mit seinen Liedern berühmt, die von mehr als 40 Komponisten zu seinen Lebzeiten vertont wurden. Schon in Heines Harzreise singen die Studenten Müllersche Lieder. Und Heine, der fast Gleichaltrige, schrieb dem Dichter: Ich liebe keinen Liederdichter außer Goethe so sehr wie Sie. Denn Ihre Lieder sind rein und klar. Und sämtlich sind es Volkslieder, aus denen Sie neue Formen gebildet haben, ohne dass Sie die alten Sprachholprigkeiten nachgeahmt hätten. Als Student in Berlin veranstaltete Wilhelm Müller mit anderen zusammen ein Liederspiel im altdeutschen Geiste, das sie die Schöne Müllerin nannten. Daraus nun das Gedicht Wanderschaft. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht, das Wasser. O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern. Das nächste Gedicht stammt ebenfalls aus der Schönen Müllerin und trägt den Titel Ungeduld. Ich schnitt es gern in alle Rinden ein. Ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte es säen auf jedes frische Beet mit Kressesamen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Ich möcht mir ziehen einen jungen Star, bis das er spräch mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollem heißen Drang, damit er säng durch ihrer Fenster Scheiben, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Ich meint, es müsst in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müsst man's brennen sehen, zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, ein jeder Atemzug gäb's laut ihr kund, und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Das dritte Gedicht aus diesem Zyklus bezieht seinen Reiz daraus, dass es nur einen Reim kennt. Mein. Und so heißt auch dieses Gedicht Mein. Bächlein, lasst dein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, all ihr muntern Waldvöglein, groß und klein, endet eure Melodein. Durch den Hain aus und ein schalle heut ein Reim allein, die geliebte Müllerin ist mein, mein. Frühling, sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen hellern Schein? Ach, so müsst ich ganz allein mit dem selgen Worte mein unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Durch Franz Schubert sind diese Lieder von der schönen Müllerin auch heute noch populär, sowie auch der Teil,
den Schubert Winterreise genannt hat und der bei Müller Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines Waldhornisten heißt. Daraus zwei Gedichte. Das erste trägt den Titel Gute Nacht. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Was soll ich länger weilen, bis man mich treibt hinaus? Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht, von einem zu dem andern. Feins Liebchen, gute Nacht. Und das zweite ist der berühmte Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Ich musst vorbei heut wandern an ihm in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Doch seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findst du deine Ruh. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort. Doch immer hör ich's rauschen. Du fändest Ruhe dort. Nach zwei jugendlichen Wanderjahren in Italien wurde Wilhelm Müller Gymnasiallehrer und später Bibliothekar in seiner Heimatstadt Dessau, wo er mit 33 Jahren schon starb. Und Griechenmüller wurde er genannt, weil er sich wie Lord Byron, der englische Romantiker, der ebenfalls jung starb, für den Freiheitskampf der Griechen gegen die Türken engagierte. Wobei Lord Byron das diffamierende Schicksal erspart blieb, Griechen-Byron genannt zu werden. Nun, beide haben ihr Ziel, die Befreiung der Griechen, das war 1829, nicht mehr erlebt. Hellas und die Welt von Wilhelm Müller. Ohne die Freiheit, was wärest du, Hellas? Ohne dich, Hellas, was wäre die Welt? Kommt, ihr Völker aller Zonen, seht die Brüste, die euch säugten mit der reinen Milch der Weisheit. Seht die Flamme, die euch wärmte, durch und durch im tiefen Busen, dass ihr fühlet, wer ihr seid, was ihr wollt, was ihr sollt. Eure Menschheit, hoher Adel, eure Freiheit. Wollt ihr, dass man sie ersticke? Kommt, ihr Völker aller Zonen, kommt und helfet frei sie machen, die euch alle frei gemacht. Ohne die Freiheit, was wärest du, Hellas? Ohne dich, Hellas, was wäre die Welt? Wenn Sie sich über die Texte meiner Sendungen informieren wollen, wäre der einfachste Weg, Sie würden meine Homepage anklicken oder mir ins schöne Weimar schreiben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Görner.